Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Wow! Yo! Haha, Kaspar! Na? Heute spielen wir eine Hobby oder was? Ich hab's auch gehört, aber lass erstmal zur Schule gehen, ja? Wir müssen ja erstmal reinkommen irgendwie. Wir sind ja schon ziemlich spät dran. Oh Gott, schnell, komm! Oh Gott, lauf! Lauf so schnell, wie du kannst. Guck mal, ich hab auch wie. Hast du auch so außenrum so weiße Teile? Mhm. Weil ich so schnell bin und hier schnell bevor der nächste Bus kommt. Nein, pass auf! Oh Gott! Oh mein Gott! Okay, 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 sehr gut. Ich würde sagen, heute müssen wir probieren, die Obby so schnell wie es geht zu erledigen. Denn der Lehrer ist richtig, richtig verrückt. Wollen wir um was wetten? Um was denn? Sagen wir, wir wetten um 15 Euro. Dass ich gewinne? Ja, nee, das 15 Euro, dass ich gewinne, nicht du. Ah, okay, okay. Ja gut, okay. Wenn du so möchtest. Wenn er besser durchkommt, gewonnen. Ich komme easy durch, Kasper. Guck mal, ich bin der Obby-Profi. Ich bin immer noch vor dir. Ich bin der Obby-Profi. Ich bin der Obby-Profi. Ich habe gefühlt schon jede Obby gespielt. Ja, ich auch. Ich habe original bestimmt schon 200 Obbys gespielt. So aus dem Weg jetzt hier. Oh nein. Das Ding ist, okay. Wenn man hier einmal hinfällt, ne? Dann war's das. Oh nein. Dann war's das einfach. Das Ding ist auf jeden Fall echt die verrückte Schule, muss ich sagen. Auch immer mit so Bleistiften und so, die rumliegen. Sieht schon ziemlich krass aus. Also, oh nein. Nein. Ja, nein. Jawohl. Okay, der linke war's auch nicht. Dann ist es so. Nein. Nein, ich fall runter. Ja, ich hab's. Oh nein, welcher war's denn jetzt? Ich hab richtig geraten. Mitte, ne? Nein, ich hatte es gar nicht. Ich dachte, du läufst falsch. Oh mein Gott. Okay, Labyrinth oder was? Einfach unglaublich, Digga. Okay, komm, dann würde ich sagen, laufen wir mal los. Yo. Und yo! Was ist denn das hier für ein Raum, sag mal? Der sieht schon echt krass aus, muss ich sagen. Sieht aus wie so die Kanalisation oder sowas. Ach stimmt, die Kanalisation, die Schulkanalisation. So, komm. Schnell hier rüberspringen. Ja, du bist gerade ein bisschen vor mir, ne? Ja, das muss ich werde auch die ganze Zeit vor dir sein, Kaspar. Ich werde auch die ganze Zeit vor dir sein. Aha, die 50 Euro willst du dir sichern, sagst du, oder was? Ja, ich bin ein richtiger Profi. Und das Ding ist, hier ist halt irgendwo noch der Lehrer, der uns verfolgt, ne? Okay, du gehst da rechts lang, ich gehe hier links lang. Okay. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich bin richtig. Ja, ich auch. Wie? Hä? Oh mein Gott. Was? Ja, ich bin dir hinterhergelaufen. Ah, okay. Nein! Du wurdest ausgetrickst! Nein! Oh mein Gott, ja! Okay, pass auf, ich bin mal direkt hinter dir. Kein Problem. Die Lava auch noch im Klassenraum, oh mein Gott. Ja. Hier, guck mal, ich bin schon wieder direkt bei dir. Ja, aber jetzt gleich wirst du... Nein! Jawohl! Jawohl! Oh Gott, ich müsste aufschlagen hier die Tür. So, hau durch hier. Kaspar. Oh mein Gott, der Lehrer will uns holen. Wir sollen schon ins Museum gehen. Alles klar. Er ist anscheinend direkt hinter uns oder so. Da hinten sehe ich ihn sogar. Schnell auf. Oh Gott, lauf. Nein. Ey, wir sind echt beide gleich gut, ne? Okay. Ja, wir sind auch ziemlich schnell, muss ich sagen. Ey, da holt er sich direkt den Vorsprung. Nein. Oh, gut abgekürzt. Oh Gott, sind hier. Ach, hier bist du lang? Die Knochen. Okay, ich glaube, wir müssen hier über die Haufen springen. Guck mal, hier rechts auch noch so ein altes, so eine alte Giraffe oder ne? Brontosaurus oder wie die heißt. Eine alte Giraffe. Oh Gott. Ja. Da bin ich da fast drauf gegangen oder so. Oh Gott. Die steht da im Weg rum, sag mal. Oh, komm. Oh, ey, das kann ja gehen. Das ist ein Auf und Ab hier. So. Und ja. Kein Checkpoint oder was? Nee, noch nicht. Aber jetzt gleich kommt hier einer. Ah. Oh, da bist du hinter mir. Ne? Oh Gott! Jawohl! Du wirst jetzt so drauf gehen? Oh nein! Oh nein! Oh Gott, ich komme hier gut durch! Ich komme hier gut durch! Oh mein Gott! Ich komme hier richtig gut durch! Nein! Okay, du bist besser durchgekommen als ich. Aber kein Problem, Kaspar. Kein Problem. Ich bin der bessere Schulankommer. Aha, du bist vielleicht. Du bist der Schulstreber oder sowas. Das war's auch. Du bist hier der Schulstreber. Ja, das bin ich auch gerne. Ist doch nicht schlimm, Streber zu sein. Du bist ein Streber. Ich hab gute Noten, ist doch gut. Ja, okay, das ist schon gut, hast recht. Oh! Oha! Wir sind hier im Weltallbereich im Museum. Ich sehe es auch gerade, ja. Aus, guck mal, so da vorne, die Sonne und Mars und Erde. Du willst mich hier nur ablenken. Ja. Mars, Erde, Mond, irgendein anderer Planet. Sag mal, du bist ja direkt hinter mir. Wir müssen hier links rein in den Raum.
Nein. Ja, ja. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh. Okay, okay. Oh, da, oh, guck mal, von spawnt schon die Jellyfische. Ja, 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 ja. Hier Quallenfisch ein bisschen auf entspannt. Okay. Okay. Okay, darfst du nicht zu früh abspringen, sonst war es das. Ich sag dir, wenn man jetzt hier einmal drauf geht, man ist auf jeden Fall echt. Oh. Sag mal. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, hab ich da gerade abgekürzt. Was? Oh mein Gott, ich bin da durchgekommen wie ein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, verdammt. Oh, rein. Du musst einmal. Oh rein, nein, Kaspar. Schon wieder. Ach nein, du musst auf mich warten. Oh, ich muss auf dich warten. Ah. Ey. Hä? Ich wollte hin und her laufen. Hast du es auch nicht? Oder doch, hast du noch einen Checkpoint da hinten? Na, ja, okay, okay. Hey, ich hab's nicht. Ich bin zu unfähig. Oh mein Gott. Na komm schon. Wie nett das von mir ist, dass ich überhaupt noch warte, ne? Und, okay. Wie sieht's aus, Brock, so? Wieso? Ah, du nein! Da. Was ist los? Ja! Okay, nein! Okay. So, ich bin wieder gleich auf hier. Ich muss hier hochlaufen zum Piratenschiff. Du musst da rechts runterspringen, ins Schiff musst du springen. Da ist eine Abkürzung versteckt. Ah, hast du schon gedacht, ne? Ich dachte schon. Ich dachte schon, hier. Oh Gott. Oh. Ja. Oh. Okay. Oh. Und dann habe ich bloß auf dich gewartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Hier reinspringen. Ja. Okay, wir sollen da reinspringen. Okay. Wo sind wir jetzt? Alles klar. Oh, hier ist Lava. Aber krasse Diamanten, ne? Die sehen ja krass aus. Die sehen echt krass aus, die Diamanten. Springen. Guck dir doch mal genauer an. Oh mein Gott, der Vulkan, der darf dich nicht erwischen. Nee, mich auch nicht. Oh. Was ist das überhaupt für eine krasse Schule? Oh ja, auf jeden Fall. Stimmt. Oh Gott, der Speed Boost? Oh. Wow! Wow! Oh mein Gott! Wow. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Lava ran! Nein! Oh mein Gott, die ist verbrannt! Ach, Kaspar! Nein, komm schon, schon. Diesmal warte ich nicht, ja? Diesmal warte ich nicht. Nein! Ich hol dich schon noch auf! Nein, 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 nein! Du hast jetzt vielleicht ein bisschen Vorsprung, aber gar nicht schon. Das hol ich noch. Ich hab die gar nicht berührt, die Kette. Nein, was ist denn jetzt los? Ich werd ungenau! Ja! Oh. So sieht's nämlich aus, Kaspar! So sieht's nämlich aus! Nein, oh, ich bin verbrannt. Okay, okay, so. Da vorne bist du schon. Kisten. Hier über die Fässer rüber. Wieso bist du? Ey, du bist auch schon hier. Ich bin knapp hinter dir. So, komm, wir gehen hier durch. Weil ich einmal da verbrannt bin. Oh nein, okay, hä? Weiter geht's direkt. Ich bin vor dir gespawnt. Ey, und du gehst doch noch früher raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Wo ist er lang? Alter. Hast du es nicht gesehen? Nein. Oh mein Gott, du bist ja richtig los. Nein, ich bin noch hingefallen. Ja. Manu. Na, dann komm mal her hier. Ich warte hier auch, weil du eben auch gewartet hast. Sind wir aber quitt. Und nächstes Mal warte ich nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, wie hast du das überlegt? Du hast das doch berührt. Oh mein Gott. Nein. Jawohl. Du hast dich überholt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie kannst du da richtig laufen? Alter! Wie kannst du das richtig raten, sag mal? Alter! Okay, hier der schmale Draht. Der heiße Draht. Hau ab! Nee, du lässt mich in Ruhe. Hau ab jetzt! Hier, sag mal, die Schule ist ja unter Wasser. Hey! Mano! Bleib stehen! Ich kann jetzt hier schon laufen, Alter. Oh Gott. Oh Gott, ich hätte eben so abkürzen können. Okay, das passt. So. Sieht aus wie der Kunstraum. Hier ist sogar noch ein Tacker, pass auf. Ja, ja, Taki Taco. So. Taki Taco Doko. Und hoch hier. Roxo, wo bist du? Nein! Ja! Hey! Richtig? Respawn! Richtig? So! Nein! Vorbeigezogen! Oh, oh, oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ha! Ich dachte schon! Aber safe war dann geheim. Geheimfach! Da war ein Geheimraum! Ich glaube, es war einfach die Abkürzung, die wir jetzt gerade nicht genommen haben. Hau bloß ab jetzt! Hau du ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. So. Oh mein Gott. Du bist doch hier über so Tische und so jetzt rüber. Ein Wettlauf, ne? Ja, hier der Lavaraum oder was soll das? Ist das und hier über die halbe Bibliothek rüber. Ah, das ist das. Ja, stimmt. Aus dem Weg jetzt! Wir müssten geradeaus weiter, Boxo. Ja. Ich sehe schon, wo die Checkpoints sind. Keine Sorge. Ich auch. Hier. Oh mein Gott, die Regale. Alles klar. Oh, ich bin gut durchgekommen. Oh. Ich auch. Na! Hey, oh Gott, war das knapp. Da bin ich gerade fast runtergeflogen, weil ich nichts gesehen habe. Hey, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, tja.
Hätte sie wohl gern gemerkt. So, komm, schnell. Ist das schneller, wenn man so rumspringt? Oder wieso springst du hier so rum wie so ein Hase die ganze Zeit? Nein! Richtig, zack. Oh nein. Und zack. Das darf nicht wahr sein. Weil ich einfach ein richtiger Profi bin, ja? Du bist kein Profi. Ich bin absoluter Profi. Oder sehe ich dich hier gerade irgendwo, ha? Wo bist denn du? Ach, ich darf die Stapel nicht berühren, die Papierstapel? Wo soll ich das denn wissen? Weit. Ey! Wo bist denn du? Du bist ja übel weit vorne ich schon. Dachte, ich muss hier rausspringen. Ja, ich bin hier hinten. Hallo! Hau rein, Kaspar! Ja, alles gut, alles gut. Hau rein! Oh, ich weiß gar nicht, wo es lang geht da hinten, sag mal. Ja, Tür ja, vorbei. So, vorsichtig. Mhm, okay, okay. Okay, da darfst du echt richtig spät erst abspringen, ne? Hier von den Dingern. Mein Gott, hier ist auch wieder Lava oder so, Kaspar. Okay. Rocks, oh nein, bist du schon da? Du bist ja richtig schnell, sag mal. Ja, und du bist ja richtig nah hinter mir. So, du schnell durch die Tür. Du musst jetzt irgendwas falsch machen. Wo bin ich jetzt? Du musst jetzt hier doch irgendwas falsch machen. Oh nein, ey, ich bin hier irgendwo draußen. Hallo? Ich hör's. Hä, wo sind wir denn? Sag mal. Oh mein Gott, Alter. Ach, wir sind schon fast am Ziel, Brock, so glaube ich. Sind wir? Ich glaube, ja. Oh nein, ich muss mich richtig entscheiden. Nein. 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 Na, wo lang? Okay, übers Rote. Und jetzt? Oh mein Gott. Da drüben ist das Ziel, Brock, ne? Das ist dir klar. Ha! Ja! Na, welche war's? Oh. Ich hätte es doch gesehen, Alter. Das hab ich doch gesehen. Ah! Nein! Ja! Nein! 15 Euro! Verdammt! So knapp, ey! Ey, weil ich das Risiko eingegangen bin, ne? Ja, ja, aber hast verdient, ey. Na gut, 15 Euro für dich, na, let's go! Ey, Mann! Guck mal, was da an der Tafel verdammte steht, Kasper! Ja, wirklich, Hausaufgaben sind die zu morgen. 1 plus 1 gleich 3. Und da steht, welcher Schüler hat das hier reingeschrieben? Weil 1 plus 1 ist nicht 3. Ist da und guck dir mal die Hausaufgaben an, die wir haben hier. Ist ein Bild von dir? Ist ein Bild von dir, Kasper? Ja, von dir auch, von dir ja, auch. Ja, da steht auch Biggest Snoop, das bin ich, ey. Guck mal, und hier auch diese riesigen Hausaufgaben. Oh 100.000 Seiten. Ey, weißt du was? Ich kann das nicht mehr, Kasper. Guck ja, mal hier, das ist unser Lehrer. Wie die aussieht. Guck mal, wie streng der ist, der mit seinem einen Auge. Guck mich nur mit seinem einen Auge an, der guckt mir genau auf die Stirn. Ich weiß, jedes Mal. Der stinkt auch. Weil er nicht in zwei Augen gucken kann, guck dir mehr auf die Stirn. Okay, weißt du was, Kaspar? Okay. Ich was hab denn? Eine Idee. Lass einfach hier aus der Schule ausbrechen, okay? Wir ja, sind das, nämlich das hier. Hört sich, du siehst, das hört sich gut an, ja? Wir müssen nämlich hier, das ist so eine ganz, ganz schlimme Schule, wo wir eingesperrt sind. Das ist so internatmäßig, also wir wurden hier eingesperrt. Ja. Lass einfach mal, ich hab eine Idee. Lass einfach mal beim Feueralarm, wollen wir den mal auslösen? Okay, komm. Okay, oh, Feueralarm. Okay, und los. Wow, der Alarm ist da. Okay, jetzt raus hier, jetzt raus. Oh mein Gott! Oh Gott, schnell weg! Guck mal, wie wenig Pokale es auch nur gibt, nur 3 Stück. Ich sag dir, ich werde in die Welt austragen, dass 1 plus 1 gleich 3 ist. Das ist nämlich die richtige Antwort. Oh mein Gott, da ist das Ding, pass auf! Nein. Guck mal, der Team war schon hingeschleimt. Der hat uns gesehen! Der kommt! Schnell links, Kaspar, geh links. Alter, der ist ganz nah an mir! Mit seinem wilden Lineal! Hat er dich? Nein! Noch nicht. Oh mein Gott, der ist mit seinem Lineal ganz nah dran. Hau ab! Alter! Das hast du jetzt davon, Mr. Stinky. Tja, oh mein Gott, er guckt noch den so. Den Dicken an, ne? Oh. Ist so, er guckt noch so hoch, sag mal. Was willst du mit Mr. Stinky? Ne? Er hat eine Treppe gemacht und ist eingeschlafen davon. Warte mal, hier sind Fußspuren auf dem Boden. Wofür das heißt, wir sind nicht die Ersten, die heute ausbrechen aus der Schule, ne? Wahrscheinlich nicht. Dann lass mal, also, okay, lass mal ganz vorsichtig hier langlaufen. Oh Gott, ich kann nicht so gut balancieren. Warte mal. Ich bin auch nicht so gut darin, muss ich sagen. Also mach auf jeden Fall ganz, ganz vorsichtig hier, ne? Ich hab echt Angst. Weißt du, wenn du jetzt runterfällst, dann musst du nochmal Mr. Stinky vorbei. Dann Stinky davon auf, das ist halt das Problem. Ja, aber echt, weil es so laut ist. Okay, jetzt können wir hier. Was ist denn das? Oh mein Gott. Hä? Das ist Mr. Stinky an ganz groß. Schon wieder. Warum ist okay. Er. Oh, pass auf, hier sind Spikes. Ja, ich seh's gerade. Warte mal, kann man hier rüber. Oh Gott, okay, es hat geklappt. Okay, pass auf, warte. Bam! Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Und. Bam! Oh mein Gott, das war knapp. Okay, warte. Und ich muss mir ein bisschen Anlauf. Bam! Ja, Mann, okay, das ist richtig crazy jetzt gerade. Was kann man sich denn hier holen? Ey, das Jetpack für 400 Jetpack, ne? Robux. Okay, pass auf, ich hab eine Idee. Und zwar. Ja! Okay. Oh mein Gott, das ist kein Jetpack. Ich spare mir heute die Robux. Sehr gut. Oh mein Gott, okay, spring mal auf meinen Kopf rauf. Vielleicht schaffst du den Sprung gerade. Stimmt, warte mal. Ja! Ja, stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt spring bei dir drauf. Ja, spring auf meinen Kopf.
Und... Ja, ey, du wolltest mich runterstoßen gerade, oder? Gar nicht. Alter! Hä? Oh mein Gott, was ging da gerade? Wir sind gerade bis zur Decke gesprungen. Okay, nochmal okay, hier. Okay, ich komm auch auf. Oh, ja, ja. Ich booste dich. Okay, sehr danke, gut. Dankeschön fürs Boosten. Oh kein mein Problem. Gott. Guck ihn dir an. So sieht also Mr. Sie mal den Mund zu. Mr. Das Stinky stinkt hier. Aus, ne? Hey, wer ist so das denn, Alter? Guck mal, hier ist Becca. Was will die denn jetzt von uns? Stimmt. Das ist hallo, Becca. Alles klar bei dir? Oh Gott, die kommen aus dem Metaverse oder so. Siehst du diese Schredder unten? Oh ja, ich sehe es, Alter. Wir müssen da drüben zum roten Knopf. Wo ist der rote Knopf? Und da müssen wir drauf, damit das Tor aufgeht. Okay, dann lass mal den richtigen Weg hinfinden. Au! Nein, Kasper. Nein, aua. Pass kurz auf, das ist ein richtiger Zermalma da unten, ne? Ja, aber echt, das hat richtig wehgetan. Ey, du musst den richtigen auswählen, ne? Ich glaube, wir müssen beide Knöpfe drücken. Ich gehe mal ganz so schon mal zu. Oh Gott. Geh schon mal zum linken Knopf. Einer ist blau, einer ist rot. So, okay. Draufdrücken, Taste drücken. Okay, Nummer 1 ist aktiviert. Ah, jetzt wird nur blau beide. Aktiviert gerade. Ja. Okay, ja, dann ja, lass zurückgehen. Dann müssen wir nochmal in den zweiten Knopf. Guck mal, die zeigt uns das sogar da. Guck mal, die sagt, wir sollen da sogar hinkommen. Guck. Ey, das ist ein Roboter. Unsere Freundin jetzt hier. Oh mein Gott, die ist draufgegangen. Rebecca! Nein! Okay, pass auf, Taste drücken. Ich habe die nächste Taste gedrückt. Oh, das Tor ist aufgegangen. Sehr schön. Optimal. So will man es auch haben. Okay. Dann können wir doch wenigstens gut durch. Ja, komm mit weiter. Komm mit uns, Becker. Komm mit uns. Los, Becker. Alter, du hast runtergeschubst jetzt hier. Das merke ich mir, ne? Hi. Nein! Okay, was steht da? Finden Sie zwei... Das haben wir schon gemacht. Achso, okay. Ah, die dachten, wir gehen direkt darüber und sehen das nicht. Guck mal, die läuft uns hier den Weg vor. Guck mal, wie die läuft. Ja, die läuft richtig komisch, wie so eine KI. Echt. Wow, wo fliegt denn die hin? Oh mein Gott, der umgekehrte Dropper. Ey, da ist noch jemand. Nein. Oh mein Gott. Nein. Laserstrahl. Durch die Vierecke durch, Kasper. Schön ausweichen. Oh, Achtung. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Das klappt. Oh, das war knapp. Achtung, und jetzt komm schon nach oben. Yeah. Auf hier. Ja. Bam, sehr Alter. Gut. Okay, optimal. Das ist doch richtig gut gerade. Ist das da hinten? Das ist, glaube ich, die Frau von Mr. Stinky, oder? Ja, Mrs. Stinky. Oh sieht Gott. Auf jeden Fall so aus. Was sind das für Bücher, hä? Au. Ah, pass doch das auf. Das sind doch schon Fresserbücher. Bücher sind gefährlich. Alter. Ich wollte ein bisschen was lernen, noch mal so nebenbei. Ne? Aber ja, Nein. Wenn du auch denkst, 1 plus 1 ist 3, da bringt auch Lernen nichts mehr bei dir. Ey, das ist jetzt aber unglaublich von dir, ne? Das finde ich jetzt unkorrekt. Okay. Nein. Ganz hier vorsichtig rüber. Jetzt hier laufen, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. Warte. Können wir uns hier ein krasses Auto kaufen? Nein, können wir das nehmen? 400 Robux? Ja, das können wir kaufen. Wahrscheinlich hole ich mir ein Auto für 400 Robux, oder? Ist so voll teuer. Hol ich mir lieber den Helikopter. Jetzt rüber da? Okay, hier ist ein Schachfeld. Oh nein, wir müssen uns entscheiden, oder was? Rechts, links? Rechts, links, wie entscheiden? Ja, genau, du musst auf das Seil hier gehen. Oh Gott. Da wolltest du mich veräppeln, hä? Ey, ja, ich hab dich veräppelt. Sag mal, was soll sowas denn wirklich? Da hab ich dich veräppelt. Nee, sowas finde ich nicht nett, weißt du? Das ist machen Freunde nicht. Geprankt. Ja. Da, wie du es noch einmal gemacht hast. Dann schaffe ich den Sprung da auch nicht, weil ich schnell sein wollte. Ja. Ach, Kasper. Jetzt aber. Das... Mann! Was soll das hier werden, ey? Voll die Schleimgrütze sehe ich gerade. Voll ekelhaft. Ja, ich bin da auch gerade dran am Festkleben. So, jetzt aber. Ja. Okay. Und hier. Ja. Ah, okay, ich dachte, das war das schon. Du schade, ich dachte, du wartest jetzt. Glaub mir, das kriegst du zu krank hier. Ah, okay, ja gut. Ja, komm her, wenn du nicht raus. Ja. Okay. Schade. Kein Problem. Schade. Oh mein Gott. Larissa? Librarische? Guck mal, der hat so eine March-Frisur. Das ist seine Frau, glaube ich. Ne? Oh Gott, ja, wie die aussieht. Bazooka! Oh. Bazooka, ich brauch die Feuern! Auf. Feuern! Aua. Auf sie drauf! Alter, die ist voll nah dran bei mir, Bei mir auch! Ich schieß die ganze Zeit in den dicken Bauchnabel rein. Meine Bazooka! Die soll mal Zähne putzen, Alter. Nein, die hat mich. Oh. Die soll mal Zähne... Die hat dich bekommen? Hab ich bekommen, oh Gott. Ja, leider. Ganz kurz, ich muss weiter weglaufen. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Auch, ey, wirklich. Du musst die echt stinkt total putzen. Ekelhaft. Nach so, Kacke jetzt aus dem Mund stinkt die. Ist so. So sehen doch die Zähne aus. Sag mal. So, ich hab die fast geholt. Die arbeitet auch in der Mensa, ne? Oh mein Gott. Oh Gott. Ich seh's gerade, die ganze Bibliothek ist hier, ne? Oh Gott. Hier, jetzt in den Bauchnabel. In den Bauchnabel rein, Kasper. In den Bauchnabel. Ich hab sie fast geholt. Ich auch. Hab sie fast geholt. Ja, ich hab sie. Das war's mit ihr. Ich hab sie geholt. Alter, da ist sie auf dem Boden, ne? Ja, bei mir auch hier. Tja. Und jetzt? Geht das Tor auf? Das Tor. Du hast recht. Es ist aufgegangen. Wo geht das jetzt hin? Wir müssen die Röhren jetzt hier hin platzieren. Ich seh's gerade. Okay, warte mal. Okay, kein Problem. Steht da?
alle Rüben resetten. Ah, ich glaube, wir müssen... Wir müssen immer die Rüben hier hinmachen, ja, safe. Hier und dann müssen wir... Ja, immer, aber ganz vorsichtig, die dürfen nicht wegkommen. Ja, das heißt, wir bauen jetzt hier so eigene Brücken, sehe ich gerade, ne? Genau. Und richtig weit, wir müssen Nummer da vorne auch noch die mitnehmen. Boah, wie so, lange geht das noch? Ah, hey, jetzt hier rüber oder das was? Das schon echt cool gemacht gerade, ne? Oh, mir fehlt... Okay, den Sprung schafft man so, sagst du? Ja, okay, ich hab's. Okay, warte, alle Röhren... Ne, eine fehlt noch, okay, aber so. Ich brauch die auch nicht. Wie, wo fehlt eine? Ne, ich dachte, wir hätten noch Alter, aber wie ist diese Luft, die Röhre? Alter, ich dachte gerade, das wär's jetzt mit mir gewesen. Okay, alles gut, passt. Rüber hier, und jetzt, oh mein Gott, das sieht nach Gefahr aus. Unten, siehst du das? Du hast recht, aber egal, wir müssen da, glaube ich, lang. Okay, komm, drücken Top. Hochfahren, nicht runter! Hey, warum fahren wir runter? Ich wollte hoch! Ah, du bist unter mir, ne? Ich wollte auch hoch. Aber hoch wär's gar nicht gegangen. Oh, okay. So, ich bin runtergesprungen. Ich auch. Ey, wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott, krasses Abzeichen. Oh mein Gott, wie cool. Was guckst du da so? Krasses Abzeichen. Ich wollte doch nur ein krasses Abzeichen. Alter, das Abzeichen. Oh. Zehner, wenn ich dir das glaube. Wieder mein Witz, Claude, ich glaub's nicht, Leute. Als wenn ich dir das abkaufen würde. Okay. Ja, dann komm los, traut doch hier über diese Röhren rüber zu gehen. Ey, Bro, kein Problem. Ich bin jetzt mittlerweile Balanciermaster geworden. Ja, Balanciermaster. Was ist? Erzähl das mal deinen Körperteil, die da im Wasser schwimmen. Ich will nicht sagen, ich bin in der Säure. Ey, man hat es bei mir gesehen, ich bin ausgerutscht. Ich bin ausgerutscht oben, weil du Wasser reingespritzt hast. Du hast mit deinem Aufklatscher Wasser auf die Röhren gemacht und deswegen war es oben rutschig. Als Ausrede würde ich sowas jetzt. Ja, war wirklich so. Guck mal, da ist jemand anders auch drauf gegangen mit seinem Boden. Ich hab da Wasser drauf gemacht. Ja, du hast da echt Wasser drauf gemacht, ich weiß. Ja, komm doch, komm mal her. Ich bin doch schon auf dem Weg. Musst du die Morgensterne überleben. Was wird denn das? Na, was ist? Was wird denn das jetzt gerade? Nein! Bist du blöd? Du hast gar keinen Checkpoint bekommen. Als wenn du mich da noch runtergestoßen hast. Du hast gar kein... Als ob man Ey, okay. Oh, was? Oh Gott, vorsichtig. Laub. Ich zieh durch in einen Durchlauf. Ah, nicht. Zieh nicht durch in einen Durchgang. Zieh nicht in einen Durchgang. Oh mein Gott. Muss auch mal stehen bleiben. Okay, wow, was? Ich komm. Der letzte schwingt übel schnell. Pass da bloß auf. Okay. Nochmal. Der letzte schwingt übel schnell. Au! Mann, das tut ja voll weh hier, sag mal. Warte, der letzte, vorsichtig. Das? Achtung. Hier warten und jetzt. Oh mein Gott, das war gerade so knapp, ne? Das war gerade so drüber knapp. Drüber hier. Ja, schaffst du's? Natürlich schaffe ich das, pass auf. Jetzt siehst du meine Master hier. Und geschafft. Okay. Nicht schlecht. Alles gut, das war auf jeden Fall not bad. Und? Achtung, jetzt hier über die Bleistiftgummis hier. Lol, da musst du aufpassen. Oder? Sag bitte, ich glaube, da muss man einen Checkpoint. Ich glaube, da muss man ins Wald springen, oder? Oh mein Gott. Komm, spring auf meinen Kopf. Danke. Okay, spring auf meinen Kopf. Schade. Okay, warte. Ey, du Assi. Wirklich, wie kann man so drauf sein als Freund? Das ist wirklich Assi. Heute spielst du wirklich richtig Assi, muss ich sagen. Ja, gar nicht, Alter. Natürlich. Du bist aber heute echt schlecht, muss ich sagen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was heute. Ich warte hier bei den coolen Bleistiften bei dir, ne? Ja, da warte ich mal hier. Jetzt aber so, hier, guck mal, first try, gar nichts los. Ja, okay, er zieht durch. Ja, so, ja, hier, das ist Raub, relativ kein Problem mehr. Nein! Ja, das hast du davon, Karma. Sag bitte, Karma, da war ein Checkpoint. Ey, da war kein Checkpoint. Karma. Oh, nochmal. Ja, sehr gut. Ey, das, okay, das war echt Karma, ne? Ich jetzt ist wirklich, also jetzt wird es langsam peinlich. Jetzt wird's das war gerade bei dir peinlich, nicht bei mir. Sagt er, nachdem er den letzten Sprung nicht geschafft hat. Ja, ich schaff's auch. Okay. Alles gut. Ey, Mann. Okay, ey, guck mal hier, das sind Bleistiftleitern. Wie cool sieht das denn aus, Alter? Okay, mal schön nach oben hier. Einfach so Bleistiftleitern. Oh mein Gott. Da ist der Mega-Roboter, ne? Ich sehe es gerade. Mr. Stinky in als... Mr. Stinky als Stein... Riesenroboter. Und Sprung! Und bam. Okay. Oh mein Gott. Spring. Oh mein Gott, wie weit geht das hier? Ja, weiter. Und Achtung, rauf hier auf das Ding. Oha. Auf den Mega-Bleistift jetzt, ne? Oh mein Gott. Ey, das ist gar nicht so einfach. Alter! Ist gar nicht so einfach. Muss voll spät hoch. Yippie. Und zack. Und zack. Oh, warte, der war krass. Ey, der war echt... Oh, komm, ich bin voll schnell. Oh nein, ich bin nicht mehr langsam. Och, Mann, was ist da vorne? Das sieht aus wie ein Pokal. Das ist der Ausgang hier der Schule, nein. Oder? Haben wir, warte mal, das sehen wir jetzt gleich, oder? Hä? Wow, da ist die Schule hinter uns. Ja, und dafür gibt es die Trophäe. Nimm diese Trophäe, steht da. Nein, oh mein Gott. Oh nein. Der Mega-Roboter.
Warte, die Trophäe mit der kannst du schießen. Oh, Laser! Schieß mit der. Schieß mit der ich auf den Negerroboter. Ich hab's probiert, aber der hat auch so Laser, der Roboter. Schnell, pass auf. Der Negerroboter 9000. Ich dachte, Alter, das wär's jetzt. Mr. Stinky Roboter. Der macht eine Arschbombe. Oh, oh mein Gott, hau ab mit dem. Vorsichtig, vorsichtig. Hau ab mit dem. Ich hab ihn fast. Ich hab mein Gott, ich seh's. Oh, Laser. Laser, 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 Laser. Hau ab, ihr Mr. Stinky. Mr. Megarobot, ich hab dich jetzt. Ist so. Ja. Aua. Er hat, aua. Er hält seine Hand, er hält seinen Arm fest. Hast du ihn? Ich glaube, ich hab ihn, oder? Hast du ihn? Er geht gerade unter. Oh mein Gott. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, der holt mich hier gleich. Die Tore sind auf, Kasper. Oh, die Tore sind auf. Hast du geschafft? Ja. Komm mit hier, komm mit hier. Nimm die Bazooka in die Hand, dann bist du schneller. Ah ja, okay, 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 zeig mal. Guck mal hier vorne. Und die Tore gehen auf. Da ist ein Auto. Komm mit uns zum Auto. Wir müssen zum Auto hin. Ja, let's go, let's go. Wo können wir damit hinfahren? Also draußen sind wir schon mal, aber noch nicht entkommen. Nein, nein, nein. Wir müssen jetzt hier noch natürlich von der Schule entkommen, vom Schulgrundstück. Okay, okay. Da hinten, siehst du sogar, dein raucht es. Dein raucht es. Da hat irgendwer ein Feuer gelegt. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh mein Gott, Roxo! Warum fährst du auch nicht los? Ah, ich warte auf dich. Warte, es kommt eigenes Auto. Eigenes Auto, okay. Du hast sogar losgedrückt. Das ist ja richtig assi von dir, da muss man ja sogar losdrücken. Ich feuer die Raketen auf dich, mein Freund. Ist auf dich. Ja, ja, ja. Die ganzen Raketen auf dich. Ach, hier kommt gar nichts an davon. Ich sehe davon. Oh, wir sind schon, ich bin schon angekommen. Ja, ich sehe es gerade. Ich komme jetzt auch gerade an. Oh nein. Und, Alter, okay, fast worden, guck mal, hier ist das Enddingens. Wir haben es geschafft, Kasper. Wir sind entkommen. Juhu. Yeah, bis zum nächsten Mal. Ja. Hey, was machst du da? Warum sitzt du da, Kasper? Was machst du? Hey, hey, hier auf dem Zettel steht drauf, ich werde dich nach der Schule verprügeln. Hä, hey, was? Was? Hä? Ja, da ist so ein Mobber in der Schule, der will mich ärgern nach der Schule. Oh nein, wir haben so einen Schulmobber jetzt hier, ne? Guck mal, das ist... Ich habe auch Angst vor dem. Oh nein, guck mal, Jimmy ist klasse, er ist Jimmy. Überhaupt nicht verlassen, den ganzen, dein ganzes Mittagsgeld gehört mir. Oh nein. Was? Ich will nicht mein Geld abgeben. Ich auch nicht. Okay, weißt du was? Ich glaube, lass uns mal lieber aus der Schule abhauen, ne? Ja, ja, bevor jetzt Jimmy, der Jimmy kommt. Oh! Hey, Kleiner, wo willst du denn hin? Oh Gott, der sieht ja richtig eklig aus. Okay, ich glaube, wir müssen das hier nach... Ja, ich weiß, komm, wir müssen jetzt hier nach oben gehen, ne? Mach auf das Ding. Schlüssel. Schlüssel? Warte mal. Nee, doch kein Schlüssel. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Wir müssen auch die 10 Geldscheine finden, ne? Zack, Geldschein Nummer 1. Geldscheine, ja? 10. Ja. Oder müssen wir nicht die Toten. Ah ja, stimmt, 10 Geldscheine. Und was ist mit Totenköpfe? So, ah, nee, sind die Tode. Die Tode werden gezählt. Genau. Ah, jetzt kann man ihn auf jeden Fall nicht cheaten, ne? Nee, wo jetzt? Ich sag dir, wenn ich das hier durch habe, steht unten rechts 0, ne? Nur so gesagt das glaubst du ja wohl selber nicht. Das glaubst du wohl selber nicht. Das glaubst ja wohl selber, dass er 0 steht, Bro. Guck mal, das Ding ist, jetzt haben wir... Machen wir auf das Ding jetzt hier, ja. Jawohl. So, denkst du, wir werden alle Geldscheine finden? Cool. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. Natürlich werden wir alle Geldscheine finden. Was da! Hier? Da ist der zweite. Oh mein Gott, guck mal da, der Jimmy, da greift er durch. Alter, Jimmy, der will uns hier echt wirklich holen. Er sieht echt verrückt aus hier, ne? Der hasst uns. Der hasst uns. Der hat wirklich auch irgendwelche... Oder irgendwelche Probleme. Ey! Ja, so schnell ging's ja schon, ne? Eins steht da jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die gehen ja runter. Das war so knapp. Aber warte mal, das war gerade richtig knapp, ne? Ich dachte, es bleibt so stehen. Okay, weiter geht's. Pass auf die Bleistifte auf. Ich sag dir, ne? Gar kein Thema, Bro. Gar alles kein entspannt. Problem für die. Mein Gott! Alles easy peasy. Oh mein Gott. Bro, du hast schon zweites Mal. Schon drittes Mal jetzt. Die Bleistifte haben mich berührt gerade. Du hast schon 3 Tode. Bro, okay, das mehr als 3 habe ich aber nicht. Mit Ansage, mehr als 3 bekomme ich nicht. Doch. Du bist safe bekommen. Recht. Das war gerade die 4. Das ist nicht dein Ernst. Bro, wie kann ich denn da runterfallen? Sag mal, ich bin gar nicht ganz bei mir, glaube ich. Wie kannst du denn jetzt schon so oft draufgehen? Wie geht denn das? Ja, weil ich Angst vor Jimmy habe. Dich will er nicht verhauen. Er will ja nur mich verhauen. Okay, nicht, okay, guck mal. Hier ist noch ein Dingens. Das ist gar nichts, Bro. Das ist ein Prank. Aber hier ist auch nirgendwo noch ein Dingens, oder? Ein Geldschein. Ich hab 3 von 10 jetzt. Wie viel hast du? Ja, er hat 3 von 10. Alter, die Stifte verschwinden sogar, sehe ich gerade. Oh, ja, moin. Okay, weiter geht es hier mit dem Buch. Ja, so. Los. Mann, ey. Ich dachte, das siehst du nicht. Oh mein Gott, guck mal, hier ist er an einem Spind eingeklemmt. Alter, wer ist das? Das könnte auch einer von den Rainbow Friends sein, ne? Weil übrigens kommt das zweite Kapitel am Freitag raus. Oh mein Gott, okay, ich bin gespannt. Es wird richtig verrückt, ja. Das werden wir sofort, Leute. Deswegen liked und abonniert, um das nicht zu verpassen. Ja, ja. So, jetzt hier. Okay. Schön.
Vorbeigehen. Wow, okay. Okay. Glaubst du, hier ist irgendwie noch so ein Geldschein mitten im Spind drin? Ich habe auch gerade genau dasselbe gerade gedacht, aber ich glaube. Guck mal, auch da oben, wie Jimmy da durchgreift, Alter. Das schadet nicht. Oh mein Gott, wenn Jimmy dich berührt mit den Händen. Alter, ich habe immer noch null Tode, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Immer noch null Tode. Du bist halt auf jeden Fall Obi-King am Start, merke ich schon. So, heute fühle ich es auf jeden Fall richtig, ja? Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ey, wie fies der einfach hier hinter versteckt ist. Das ist ja unnormal. Hätte ich nie was gedacht. Bro, wie kommst du denn da rein? Ich bin's wieder hier. Was machst du denn da oben? Ich muss wieder 10 Jahre warten. Guck mal hier, Abholung und Platzierung von Schreibtischen. Ich glaube nicht, dass du dir groß was holen kannst. Ich glaube nicht, dass es so geht. Oh, okay, so geht das so. Easy Checkpoint. Wo ist hier ein Schein? Ist da locker noch ein Schein über irgendwo, oder nicht? Zack. Okay, ich hab jetzt. So. Ablegen. So, okay. Und ich bin drüben. Alles entspannt. Hier ist der Schein. Habe ich auch eingesammelt jetzt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir das hier nehmen, um da raufzukommen. Okay. Müssen noch weitere Sachen machen. Stimmt. Aber das ist ja easy. Du brauchst ja original nur 2 Tische oder 3 Tische oder sowas, um da hoch weiterzukommen. Und wie viele Scheine hast du jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt gerade. Doch. 4 Scheine, 4 von 10. Was machst du noch hier? Du bittest um eine Niederlage, sagt er. Okay, jetzt haben wir hier gerade 2 coole, 4 Schuhe. Oh mein Gott! Oh. Da ist er, da ist er! Drück den Knopf! Ja, drück den Knopf! Ab, ist okay, weiter. Oh Gott. Ich hab immer noch 0 Tode, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Alter, du immer Maschine. Noch, ja? Ich hab Lava, nur ne? Eine einzige Sache. Ne? Bei welche? Hier, so, ob du den Geldschein da eben eingesammelt hast. Den Geldschein? Ja. Wo? In dem Raum eben. Unterm Knopf. Unterm Knopf? Wie viel Geldscheine hast du? Du müsstest 4 von 10 haben. Das guck ich jetzt kurz nach. Da ist keiner. Da ist keiner. Ey, du bist so frech, ne? Frech! Du bist so... Da war wirklich einer, Digga. Jetzt re-rap, ich hab 5 von 10. Guck doch. Ich sehe da nichts. Na gut, dann hast du ihn noch eingesammelt, okay. Ey, unglaublich, ne? Das ist wirklich frech. Dann hast du ihn eingesammelt, Digga. Nein, das ist wirklich frech, Digga. Das Bro, ist ich hab 5 von 10. Wie viel hast du denn? Das ist... Hä, ich hab 4 von 10. Ja, da war da einer wart. Ich wusste, dass du ihn nicht gesehen hast. Wo denn? Bro, in dem Raum eben. Da war keiner. Na gut, dann war da vielleicht keiner. Vielleicht aber auch doch. Da war einer. Da war einer. Ich bin voll verwirrt. Da war keiner. Oh mein Gott. Radiergummis. Achtung. So. Ich sagte, da war safe keiner. Bro, ich sage dir, ich verspreche dir, du kannst vielleicht 0 Tode haben hier bei der Obby. Als Obby-King hier aus der... Als Obby-King hier aus der Runde rausgehen. Aber alle Geldscheine kannst du jetzt nicht mehr finden. Doch. 10. Nein. Oh mein Gott. Nein, das geht nicht. Hä? Das war keiner. Bro, da war einer. Ich hab 5 von 10. Schwörst du? Ich schwör. Auf was? Weiß ich auch nicht. Auf meinen Roblox-Account. Boah, das ist nicht so heftig. Was finde ich so heftig, Digga? Das ist heftig, anders heftig. der hat nicht mein Profilbild. Ich weiß auch nicht, wieso. So, jetzt muss ich hier an den Spinnen vorbei. Irgendwie verschwinden die Spinnen immer. Die fallen immer runter. Ja, du musst aufpassen. Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Oh mein Gott, Alter, hier so, schnell Stift hoch. Achtung. Ich habe auch lange keinen Geldschein mehr gesehen. Ich glaube, da war vielleicht wirklich einer. Ja, ich habe auch lange keinen mehr gesehen. Oh mein Gott, guck mal, da ist er. Er will uns hauen jetzt hier, der Jimmy. Da hinten ist Schnodder er. Schnodder Jimmy. Boah, wie eklig der auch aussieht, ne? Sieht aus wie du von 5 Jahren. Gar nicht. Mit Pickeln und allem. Wahrscheinlich. Ich hatte nie viele Pickel früher in der Kindheit. Ey, warum kommen jetzt keine Geldscheine mehr? Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ja. Tja, hättest du mal den 5. eingesammelt eben. Den gab's bestimmt gar nicht. Den gab's nicht. So. Den gab's auch nicht. Oh mein Gott, ey. Ich hab immer noch. Es ist echt ein bisschen komisch. Es ist langsam echt komisch. Also kann jetzt mal vielleicht der 5. jetzt mal kommen? Ja, oder der 6. ne? Für die einen 6. für den anderen den 5. Hey, hier ist der. Oh mein Gott. Jetzt habe ich 5 von 10. Niemals, Digga. Wo soll der denn hier versteckt sein? Bro, du Pranker. Ja, locker hast du ihn noch eben eingesammelt. Locker hast du 5 von 10. Nein, hier war halt wirklich gar nicht. Ich guck dir auch die ganze Zeit rum. Ich frage mich auch gerade, wo die ganze so ein Geldschein ist. Locker da drüben. Boah, Alter, guck mal, was sind das für krasse Bleistifte? Ey, ich habe noch 0 Tode, ne? Das ist so krass. Echt eine Maschine? Geh mal runter durch. Mach ich doch schon. Boah, okay. Wenn du in Angst hast, bist du. Boah, gehst du da ganz schnell runter durch. Wo sind denn jetzt hier die Geldscheine? Das kann doch nicht sein. Guck, musst du reinspringen. Wer traut sich weiter? Oh, das war so close, Digga.
Oh mein Gott. Das Ding bei dir schon, Alter, da ist. Bei mir ist das Ding noch nicht es da. Es flitzt direkt los. Oh mein Gott, nein. Oh. Hey. So, jetzt oha, das war nach. So knapp. Das wirst du niemals schaffen. Genau 10 Tode, ne? Ich hab genau 10 Tode. Das wirst du niemals schaffen. Es ist immer noch kein Geldschein. Bro, das ist doch übel sind die, easy. Sind die in der Schule, sind die Schule einfach arm gegangen? Oder ich glaube, das ist, weil Jimmy das ganze Essensgeld geklaut hat. Ich glaube auch, ja. So, jetzt hier schön vorsichtig. Das ist ja easy hier. Das ist für uns Obby-Kings kein Problem. Ich weiß. Da musst du aufpassen. Hä? Guck mal, hier oben ist so ein Knopf. Verlassen? Achso, wir müssen raus? Den drücken da hinten. Wir müssen ihn da hinten drücken. Okay. Okay, ich beeile mich. Oh Gott. Gedrückt, okay. Du kannst ihn sehr, sehr weit drücken. Oh Gott, auf einmal bewegt sich das. Immer noch kein Geldschein. Hä, Bro? Jetzt langsam wird's komisch. Pass auf, die Spinde fallen runter, glaube ich. Ja, immer. Jedes Mal. Boah. Ja, hier ist ein Geldschein. Wow. 5 von 6. Das ist ein Ultra-Versteck hier hinten. Wow. Jetzt hier, Trampolin, Bam. Alter, ich bin richtig nervös. Ich bin richtig nervös gerade, weil ich noch 0 Tode habe, ne? Boah, das heißt, ich habe 11 Tode schon, ne? Bei mir ist mittlerweile abgeschrieben. 11 Tode? Ich bin heute kein Obby-King, ne? Elf? Dich. Ja, leider. Ey, ich habe echt einen übersehen, ne? Ja, ja, hast du auch dafür. Oh mein Gott, Bro! Alter, ich werde dich fangen. Alter. Mal hinter dich. Oh, oh. Weil man kommt da angepäst. Aber locker Geldschein irgendwo. Jimmy. Locker Geldschein irgendwo. Oh Gott, Bro, den mag ich gar nicht, Alter, wie der auch aussieht. Der hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay, bei mir ist aufgegangen. Ist auch nicht im Badezimmer einer? Nein, im Badezimmer ist auch keiner. Okay. Wir kämpfen in der Pause, Kind. Guck sei mal. Da oder sei quadratisch. Okay, Alter, wer ist das denn? So ein Noob, der hat auch Angst. Ne? Das sind wir. Wir sind voll die Angsthasen. Guck Alter, warum sehen wir denn so hässlich aus? Haha, übersehen. Oh, so Pranker, Alter. Das ist doch original gar nicht. Ich hab gerade mal 6 von 10, das kann nicht angehen, ich Alter. Ich hab 7 von 10. Weißt du, was ich glaube? Meine Theorie. Was denn? Dass es gar nicht 10 Stück gibt. Dass man einfach, dass die Leute einfach nur öfter spielen. Man macht, programmiert das Spiel und macht dann nur 3 von 10, aber schreiben eine 10 hin, wahrscheinlich. Ja, damit die es noch mal spielen, damit die probieren, den zu finden. Aber das gibt's gar nicht. Ja, ist clever. Ja, ist clever, ja, wäre smart, aber... Hey, ist immer noch kein Geldschein, sehe ich gerade, ne? Ich glaube nicht. Wir haben einfach Geldschein, hallo. Ja, du hast halt auch nur 6, Bro, du kannst eh nicht mehr schaffen, ich habe 7 von 10. Du hast nicht 7 von 10. Nein, aber natürlich habe ich 7 von 10 die ganze Zeit schon, der war unter dem Lift, Bro, du hast ihn einfach nicht gesehen, ich weiß auch nicht wieso. Unter welchem Lift? Da, wo ich meinte, da, wo der Bulli drin war, wo du zweimal reingegangen bist, um zu gucken, da war der auf jeden Fall drinne. Da war aber nichts mehr. Bei mir war der da. Ja, schaffst du aber jetzt doch den Sprung hier? Nee, ne? Nee, ich muss ihn leider nochmal machen hier jetzt, so. Schnell laufen. Oh mein Gott, das war gerade so knapp mit dem Basketball. Oh mein Gott, Bro. Ja, so knapp. Easy. Guck mal, wie ein Profi. Hab ich hier Geld übersehen? Oh mein Gott. 8 von 10, wichtig. Okay, so schaffst weiter du's? Geht's. Da. Ja, Basketbälle kommen. Basketbälle kommen. Okay, weiter geht's. Als ob du draufgegangen bist. Bro, beim letzten Ding. Beeilung. Ja, Mann, ey. Wahrscheinlich. Deswegen sagst du auch so Beeilung, damit ich den nicht sehe. Ist das wie viel? 8 von 10. Du? Du hast 7 von 10, ne? Oh mein Gott, hast du denn 8? Guck mal. Oh Gott, der Mobber. Der Mobber. Wir treffen lass uns mir deine Geschichte. Ich war einmal ein Verlierer, wie du, sagt er, bis ein Mobber sich mir näherte. Mobben macht man nicht. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich kein Geld hatte, aber es war ihm egal. Aber ist das ein Grund, andere zu mobben? Nein! Er hat mich in den Sand getreten, mit einem echt krassen Kick. Ja, und während ich dort saß und weine, war alles, was er tat, Lachen. Was? Wie kann man so unkorrekt sein? Ich entschied, dass ich nie wieder gemobbt werden würde. Deswegen wurde er zum Mobber. Ich habe trainiert, Start zu voll die Maschine, Alter, guck mal! Alter, das ist krass. Rechts, links. Die Leute würden mich nicht mehr erwischen, sagt er. Boah, voll die Maschine geworden, der Typ, voll die traurige Story. Wow. Yo. Und dann wurde er stark. Aber der braucht echt in diesem Moment wusste ich, dass ich der Alpha-Mobber sein sollte. Der braucht echt eine Zahnspange. Alter. Und jetzt muss er uns verprügeln. Oh mein Gott, wieso denn aber uns, ey? Was haben wir dir getan, Mann? Bitte nicht. Hör auf zu mobben, du Mobber. Bitte nicht, ich hab noch 0 Tode. Oh ja. Ich seh's schon kommen. Alter. Oh Gott. Hier ist noch, hier ist noch ein Geldschein. Oh mein Gott. Und ich hab ihn geholt. Ich auch. Hast du ihn schon? Bro, der hält ja alles. Oh mein Gott, der hat keine Chance. Der hält gar nichts aus. Das ist richtig schlecht. Große Klappe, aber nichts dahinter, sag ich. Muss aufpassen, ja, ich weiß, muss aufpassen. Da heult der direkt. Juhu. Ist so, Alter. Komm, wir gehen raus hier. Aber ist jetzt hier noch der letzte Geldschein? Ich habe 9 von 10. Wie viel hast du? Du hast 9 von 10? Hinter dir war noch einer in der Ecke. Hinter dir war noch einer in der Ecke. Ja, ich habe 8 von 10. Oh, du übersiehst halt alle auch, ne?
Gibt's doch locker noch einen, Bro, als wenn wir wirklich einen übersehen haben. Ich habe wirklich 9 von 10. Also als ob ich den übersehen habe. Ja, den einen hattest du echt übersehen, ja. Da, wo ich meinte. Back to start. Wo ist das? Ey, ich habe noch 8 von 10. Back to start hier. Ah ja, okay. 8 von 10, ja, ich hab 9 von 10. Einer liegt hier locker. Ich hab ein Abzeichen bekommen, weil ich 0 Tote hatte. Hier ist halt echt kein Geldstein. Oh mein Gott, das ist hier in der Ecke, Alter. Nein. Der ist hier. Ah. Ey, du Pranker, Alter. Mann, ich hätte gerne alle Scheine eingesammelt. Verdammt. Oh Gott. Verdammt, ich finde auf jeden Fall auch keine mehr, leider. Oder war der hier noch, der Geldschein? Nee, ne? Nee, aber da vorne ist Steve. Siehst du Steve? Guck mal. Ich sehe Steve. Oh mein Gott. Voll krass, sieht voll gut aus. Na gut. Leider nicht geschafft, Kaspar. Schade. Ciao. Wir sind am Schlafen, Kaspar. Ja, ich muss erstmal. Hä? Ist das im Fernsehen? Ich sehe es auch, ja. Was, oh mein, was ist das denn? Ein verrückter Professor, der ist verrückt geworden, oder was? Ich glaube schon, der nimmt einfach so Opfer aus ihrem Zuhause und dann lässt er die verschwinden oder sowas, ich weiß. Was? Oh nein, oh Gott, siehst du das auch? Oh oh. Am Fenster. Ja, oh Mann, oh nein, ich glaube, das ist der böse... Was ist das denn? Das ist, glaube ich, der böse Professor oder sowas, ne? Dr. Grimm? Das ist Dr. Grimm oder was? Nein. Oh nein, er hat uns gefangen genommen. Ja, wir sind hier... Hilfe! Was? Wir sind hier als Blöcke irgendwie gefangen oder sowas, Kaspar. Ja, wow. Was? Ey. Was wurde mit mir gemacht? Was hat er uns angetan? Hier, wir sind ausgebrochen. Ich muss hier raus. Und ich muss ein Heilmittel finden. Okay, Oh Gott. Aber wo lang jetzt am besten, sag mal? Ich gucke natürlich auch gerade jetzt hier. Also ich glaube, hier müssen wir nicht lang gehen, sondern ich glaube, wir müssen hier vorne... Da denkst du, müssen wir schieben? Nein, oder? Wir müssen auch, glaube ich, da durch die Tür gehen. Hier vorne, hier ist eine Tür, hier können wir raus, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich komme, ich bin direkt hinter dir, ne? Oh Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, was hier alles gemacht. Was macht der denn für Experimente? Guck mal, da lebt jemand drin. Das ist ein ganz. Zeig mal. Das ist hier so ein ganz komisches Labor. Na, stimmt, da schwimmt einer. Gott, okay, du siehst aber trotzdem sehr, sehr glücklich aus, aber dass er hier entführt worden. Ja, du auch. Das ist aber nur scheinheilig. Das ist na das gut, gar okay, nicht. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Oh mein Gott, ist das kalt hier. Aber wir können ja, warte mal, wir können diese Münzen ansammeln, ne? Diese Münzen. Ja, genau. Aber anscheinend was kaufen? Ich glaube schon, ja. Das wackelt alles. Ja, ja, das ist das hier, das sind die Geländer und so, die wackeln hier alle rum. Alter, wir können so Doppelsprünge machen, ne? Stimmt, du hast recht. Oh, warte, da war eine Münze. Man muss irgendwie auf die raufklicken, glaube ich. Ja, sehr gut. Alles so. Nee, einfach nur einsammeln. Hier, okay. Jetzt geht's weiter. Oh, was? Oh Gott, ich hab hier Angst. Halt dich mal gut fest, Alter, sag mal. Okay, jetzt hier ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Und rüber. Hoppa, hoppa. Oh mein Gott. Hoppa. Okay, ich hab's geschafft. Ne? Ich bin hier rübergekommen. Ja, ich auch. Sehr gut. Okay, hier sind wieder ein paar Münzen. Hier sind wieder zwei Münzen. Die wieder ganz kurz einsammeln. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier. Guck mal, wir müssen auch diese Münzen mitnehmen. Das sind anscheinend diese Ultramünzen, die so richtig viel bringen. Gut, greifen. Hilfe! Pass auf, Hilfe! Roboter! Die greifen mich an, Kaspar! Schnell hoch hier, die Roboter greifen mich an. Ja, ich seh's auch gerade. Ja, wir können Roboter aber jetzt hier weiter und die Münzen einsammeln, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich hab nichts vergessen hier. Okay. Weiter hier. Das ist jetzt ein D2, oder nicht? Ich glaube, können die hier rüberspringen? Hey, die haben mich gekillt! Als ob, wie schlecht bist du denn? Und durch hier! Ja, sehr gut, okay. Ich glaube, hier vorne müssen wir weitergehen, ne? Ja, hier müssen wir hier rauf. Den Doppelsprung haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal gerettet, muss ich sagen. Ja, mich auch. So, jetzt hier schön, genau die Teile einholen. Oh Gott, das ist hier, wieso ist das auch so ein bisschen kaputt hier alles, frage ich mich. Ist schon irgendwie so ein bisschen kaputt, ne? Irgendwas stimmt. Ja, pass auf! Also, du bist ja richtig schlecht. Hast du das gesehen, dass es da gerissen war, oder was? Natürlich. Sag mal, wie schlecht bist du denn? Mir wurde das nicht angezeigt oder so, ich hab's nicht erkannt. Ja, alles wird nicht angezeigt, Tastatur klemmt. Ist so. Ja, genau. Okay, jetzt lass mal hier weitergehen. Das ist auf jeden Fall relativ easy jetzt hier, ne? Hier musst du nur rüberspringen. Das schaffst du doch sicherlich, oder? Ja, also wirkt jetzt nur nicht so, als wäre ich hier voll der Du. Ja, bist du aber gerade. Wäre ich voll schlecht. So, jetzt hier. Und Sabi. Okay, jetzt müssen wir hier die Leiter, genau, schön die Leiter hochklettern. Ich bin direkt hinter dir. So, wir müssen ja auf jeden Fall alle Münzen immer einsammeln. Dann kriegen wir nachher irgendwas Besonderes. Stimmt, so, das ist wieder so eine super Münze für 5. Was sehr bringt gut. die? 5 Stück? Ich bin schon, was wir davon kriegen später, ne? Jetzt hier auf jeden Fall. Oh Gott. Hier durch. Diese Laser! Alter! Zu mir sagen, ich bin schlecht und schlecht. Ja, die Laser. Ja, guck mal, aber die Laser laggen voll, ne? Das ist bei dir aber auch. Das ist die laggen gar. Alter, du bist ja voll schlecht. Die laggen voll, die Laser. Bei mir laggen die gar nicht. Die hängen voll. So, okay, jetzt. Alter, so, ja, sehr gut. Und ja, okay. Sag mal. Die hängen da voll. Du hast, das war ja die so haben echt gelogen. Geleckt, die Laser haben echt geleckt. Überhaupt nicht geleckt. Du wirst schon sehen, dass die geleckt haben. Ich muss einen Weg finden, diese Laser zu deaktivieren. Oh! Hä?
Okay. Kannst du hier drauf drücken? Ah, hier ist gerade die Wand explodiert. Ja, stimmt, du hast recht. Lalalala. Wir laufen so richtig glücklich, ne? Ja, ja, wir sind anscheinend echt irgendwie unter irgendwelchen Sachen eingesetzt. Das ist nur Fassade. Innerlich sind wir am Wein. Ich weiß, oh, was ist denn hier? Wir wollen ihn nämlich raus. Oh, pass auf. Ich drücke hoher Strombereich. Ich zieh den Hebel um. Okay. Ja, mach mal und ziehen. Zack. Oh. Was kommt jetzt? Oh, oh. Oh nein. Es ist dunkel. Oh nein, hinter mir ist er schon! Wie hinter dir ist er? Ich sehe ihn nicht. Dr. Grimm, oh mein Gott, der Professor ist hinter mir. Dr. Grimm, ich sehe ihn nicht. Ich der lauf ist auch hinter dir, der ist auch hinter dir. Lauf! Oh, nein, sehen Dr. Grimm, hau ab! Er hat nur dich verfolgt, zum Glück. Oh mein Gott. Was sind das denn? Minions, okay, oder was? Anscheinend schon, ne? Wow! Was ist? Hilfe! Was ist denn? Hä, die sind explodiert, die Teile. Hä, gar nicht. Hast du nicht gesehen? Wow, die explodieren! Hä, was? Die explodieren nicht. Was laberst du? Die schmeißen mich hoch! Ja, das stimmt. Also Hilfe. Echt, die kann man da schon wieder failen. Ey, Mann. Ja, ich kann das nicht so. Wow! Warte, kann ich hier hochklettern? Nee, ne? Okay, kann ich ja, nicht. Ja, okay. Und zack, so, jetzt da hat bin das ich auch, doch. Auch mal geschafft, ne? Ja, sehr tu mal gut. Nicht so, als wäre ich hier so ein Rentner. 3 Jahre habe ich gewartet. Ich bin schon ein Brötchen gespielt in der Zeit. Ey, wir müssen jetzt safe durch die Lücke. Warte mal, hier schaffen, ist so eine Kiste. Die, ja, okay, öffne halt nicht die Kiste, ne? Ich schnappe den. Den richtig okay, krassen, ja, okay. Ich hab mir den auch so geholt und ich kann hier auch so reingehen. 10, einfach wir jetzt uns hinlegen. Was? Als oh Gott, ob? Gott. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier öffnen. Okay, und aufmachen das Ding jetzt hier. Schön hier, zack, Geld. Oh, ja. Oh Leute, pass auf. Schön, dass du durch Licht. Das Licht durch bist. Na, ich bin da schön vorbeigelaufen, ne? Das Lager hier, ne? Oh, oh, oh. Ja. Mein Gott, nein. Kannst mal sehen jetzt hier. Ich warte. Ey, ich berühr's nur noch. Ich hab professionell gewartet. So, hier nein, kurz vorbeilaufen. Easy peasy. Oh, nix los. Okay. Also, es war ja schon relativ einfach. Ist hier nochmal eine Kiste? Mann, du tust auch so, als wärst du hier der übelste Profi. Bin ich auch. Das ist ja das Ding. Ich bin ja auch der auch Profi. Ich bin schon eben bei den Lasern draufgegangen. Ja, die, so, weil die geleckt aber haben. Aber hier kann ich nicht weitergehen, ne? Wir müssen, glaube ich, hier durch die Tür oder so. Hier müssen ja wir durch. Okay. Okay, lass mal durch. Was haben wir denn hier? Das ist die Zellentür. Oh Gott, Gott. Aha. Er sagt dir, wenn du mich aus der Zelle holst, dann helfe ich dir diesen Ort. Also wir müssen das, können wir das Ding jetzt irgendwie bewegen oder sowas? Ja, hier, Kiste nehmen. Okay, ich überprüfe auch mal ganz kurz die Kiste und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die fertig habe, ne? Ja, mach mal. Ja, am Hebel ziehen. So, okay, jetzt wird das ja, mal hier schön was gehackt. Dran. So, oh. Hm, sehr gut, ich habe das hier schon aufgemacht, dieses Tor hier bei mir. Ja, und ich sehe gerade hier, ne? Nämlich, der ist jetzt ziemlich. Ah, das Tor geht jetzt auch gerade auf, ich sehe es gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. Da musst du hier einfach nur noch hinkommen. Und jetzt danke, und dass du mich rausgebracht hast, sagt er. Der heißt Krypto. Ja. Okay. Okay, okay, wie auch immer der heißt. Aber den müssen wir auf jeden Fall, den mussten wir befreien. Ja, was hat der jetzt hier? Den wird's hier. Das Zellentür-Ding. Wir sind hier irgendwo in den Bergen. Ja, der hackt gerade, der hackt jetzt hier gerade irgendwas. Na, mal gucken, was der jetzt hier hackt. Ja, genau, das hat er bei mir auch eben gemacht. Okay, Krypto, dann hack mal hier dein Kram. Oh, die große Wand hat er jetzt aufgemacht, ne? Ja, ja, safe, safe. Ich bin schon einen weitergelaufen hier. So. Und da sind sogar anscheinend welche, die machen da Jump'n'Runs und sowas. Ja, das bin ich. Das bin ach ich so. Hier. Das bin ich hier vorne. So, okay, bis später, Krypto. So, dann ich komme jetzt mal ganz kurz hier zu dir. Ey, wow. Wow, das sind ja Teile, die. Das sind ja Teile. Ich warte hier schon seit 10 Jahren auf dich. Na, hör mal. So, jetzt hier, komm. Du wirst jetzt aber schon. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rauf. So, zack, jetzt hier auf die Teile rauf. Ah, ja, ich seh dich da oben. So, okay, okay, jetzt habe ich hier schon mal den nächsten. Ja. Muss ich hier kurz warten. Komm schon, das schaffst du ja wohl, sag mal, oder ja, was? Natürlich schaffe ich das doch easy peasy. So, zack, hier, sehr so, gut. So, auf das Teil rauf. So, ich bin ja auch kein Amateur. Jetzt, so. Man kann sogar. Ja, ja, ja. Nee, kann man 2 Sprünge machen? Nee, nur einen, ne? Oh Gott. Was ist? So. Oh, Roboter! Oh, hat einen Roboter. Ich sehe den gerade, den großen Roboter. Oh mein Gott, wo soll er denn sein? Hier sind noch ein paar Minzen. Ich geh gerade links rum. Mal gucken, ob links vielleicht richtig ist. Ich glaube, hier hallo, rechts. Hallo, ist hier irgendwo ein Roboter? Irgendwo das groß? Das ist ein Labyrinth, ne? Ich glaube schon, ein ne? Okay, das ist halt anscheinend. Ich höre den auch, ne? Der ist, glaube ich, bei dir. Ich höre den auch. Aber da kommt er gerade zu mir gelaufen. Ja. Oh mein Gott, hier sind sogar. Ritter. Oh mein Gott, hier ist ein Roboter direkt vor mir. Der hat mich geholt. Wo müssen wir denn langlaufen? Ja, du bist auch schlecht jetzt hier oh, bei mir. Oh, warte mal, du hast die müssen. Kiste übersehen, du Idiot. Ha! Hä, was? Das ist eine Kiste, ist da. Ja, in der Ecke nämlich, ne? Nein! War rechts oh richtig? Oh mein Gott, ja, rechts war richtig. Ich hab hier gerade. Oh mein Gott, das hört noch so. Oh mein Gott, nein, oh mein Gott, hier. Der Roboter. Oh Gott, okay. Die Coins sind mir jetzt egal. Hier, ich komme jetzt auch, ich bin jetzt auch gerade rechts. Ist hier noch irgendwo. Oh mein Gott, hier sind richtig viele Coins, ne? Oh, hier Hilfe. Steht auch noch Roboter. Hilfe, der oh ist Gott, hinter mir. Ja, hier Ausgang. Ich hab hier den Ausgang. Ich oh mein Gott, hier sind mega viele Roboter, sehe ich gerade. Ja, Mann, da rede ich doch die ganze so, Zeit hier, von. Ist hier rechts der Ausgang? Nein. Oder wo könnte der Ausgang sein? Du siehst so ein Pfeil irgendwann. Du musst dich rechts halten. Wenn du rechts gegangen bist, musst du dich rechts halten. Okay, oh mein Gott, noch ein Roboter. Oh mein Gott, okay. Ah, ich sehe den Pfeil, okay. Hier am Ausgang, sehr gut. So, wie viele Roboter kommen denn hier? Mann, da sind noch einige. Hier noch okay, der geht jetzt gerade in die Richtung. Ja, hier ist so eine Münze versteckt. Grade. Sehr gut, die sammle ich auch mal ein. So, zack, ein so, und hier ist anscheinend, hier sind so 2 Pfeile. Und Roboter ja, genau, kommt auf dich zu.
Ja, ah, ich bin jetzt hier. Exit. Ah, okay, ja, ich bin rausgekommen. Okay, ich komme auch. Wo bist du? Sehr gut, ich bin draußen. Okay, du bist schon raus. Keep hands clear of moving machinery. Also wir dürfen auf jeden Fall jetzt hier nicht unsere Hände da reinpacken, logischerweise. Ja, nicht berühren die bewegenden Sachen, die den Fleischwolf meinst du da, ne? Hier, ne? Ja, natürlich. Nicht berühren, genau, der springt direkt rein, ne? Ich glaub's ja nicht. Ja. Hä? Der hat mich aufgespießt, obwohl ich gar nicht da, obwohl er gar nicht gekommen ist. Klar, das sind alles Lügen über Lügen. Und zack. Okay, easy peasy. Sehr gut, hier jetzt. Das haben wir auch. Oh, pass auf, da jetzt. Dann hier weiter. Okay, ich habe jetzt auch die nächste Münze jetzt wieder. Oh, ich habe schon 114 Münzen, ne? Ich habe 106 erst. Tja, weil ich das 10er-Ding eingesammelt habe. Okay, dann machen wir schon. Ich mache mal hier den Fahrstuhl zu und. Mal gucken, wo geht's jetzt hier? Alter! Wo geht's hier jetzt hin, Alter? Das ist richtig heftig. Hä, wir gehen entweder übel weit nach oben oder nach unten? Ich glaube, wir sind gerade nach unten gegangen, ne? Ah! Okay. Aua! Nein. Es hat wehgetan. Nein. Du musst dich hinlegen. Ja, ja. Oh! Aua, hey, ich sterbe hier von der Säure die ganze Zeit. Ja, weil du schlecht bist. Ich bin gar nicht schlecht. So, hier so jetzt hier müsste ich sogar... Oh mein Gott, einen Doppelsprung machen. Okay, man muss hier echt einen krassen Parcours absolvieren. Ey, Mann, ne? Ich sterbe hier die ganze Zeit. Ja, weil du schlecht bist. Ich bin gar nicht schlecht. Doch, ich hab's direkt geschafft, weil es auch einfach ist, ne? So. Zack, ich hab's. Ja, besser als... So, guck mal, sehr gut. Den Dab machen? Ganz wichtig. Okay. Da, Dab. Okay, sehr schön. Jetzt so, da vorne auf jeden Fall mal die Münze holen. Ne? Mal gucken, was passiert, wenn wir alle einsammeln hier. Alle einsammeln jetzt hier. So. Okay, dann haben wir hier hinten noch eine. Alter, du bist doch rübergesprungen. Hä? Ich bin doch durchgelaufen. Manchmal backen die Münze. Aha. Und einsammeln. Eingesammelt. Guck mal, da unten ist noch eine Schatztruhe. Das ist die Schatztruhe im Fass. Die kannst du berühren. Das Ding ist, wir haben leider eine Schatztruhe übersehen. Ne? Die haben wir leider nicht genommen. Die war hier auch drin. Hast du die auch nicht geholt, oder was? Nee, die habe ich nicht geholt. Aber egal, wir können ja weitergehen. Kein Problem. Okay, wir können jetzt hier nämlich, zack, hier, die Münze. Alter, jetzt, was ein krasser jetzt Raum. Der Raum ist echt krass, ne? Hier, so, die Schatztruhe nehmen wir auch noch. Ah, das sind Lava-Dinger. Du darfst die Ringe nicht berühren. Aha, okay. Gut zu wissen. Danke für den Tipp. So, hier lang. Okay. So, und hier rüber. Jo, das kriegen wir ja. Die Doppelsprünge sind mega cool, ne? Das ist voll einfach mit Doppelsprüngen. Damit kannst du echt so viel machen. So, hier rüber. Ich kann auch einfach so manche Sachen überspringen. Einfach so, einfach über mehrere Ecken springen. Stimmt. Au, ja, da bin ich runtergefallen. Okay, wo kann ich jetzt hier? Ah, ich glaube, ich kann jetzt hier in die Mitte gehen, genau. Einzelsprung, so. Und hier nach unten. Ey, es ist ja mega einfach. Okay, ich bin jetzt hier schon mal... Wo bist du denn? Ich bin hier noch an der Röhre, sag mal. Ich bin gerade gestorben. Was? Hier. Oh Gott. Hey, ich bin schon unten jetzt hier in der Höhle. Ja. In der Höhle schon? Sag mal, warte doch mal auf mich da. Ja, weil du so schlecht bist. Einfach nur runterspringen, das wirst du ja wohl schaffen können, ne? Ja, okay, sehr gut. Dann, was ist jetzt hier in der Höhle? Das sieht mir jetzt ein bisschen aus wie so ein Trickraum oder sowas, ne? Echt das wie so ein Labyrinth. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das eine Rutsche oder was? So, Münze noch eingesammelt, ganz wichtig jetzt hier. Hier, zack, auch nochmal eingesammelt. Oh, wow, geht hier ab, yo? Okay. Hilfe! Oh Gott. Zack. Okay, jetzt hier auf den Crush aufpassen. Ja. Oha. Ah, oh, verdammt, Gott, ich hab den Einlader berührt gerade. Jetzt schnell durch. Ja, ich hab's. Okay. Zack. Und hier kurz warten. Hier durch. Hier kurz warten. Hier durch. Okay, das ist auf jeden Fall relativ einfach, muss ich sagen. Mega einfach. So, hier, das schaffe ich ohne Probleme hier, ne? First try, so zack. Münze auch nochmal eingesammelt. Zack. Wo geht das hier hin? Okay. Kommt da noch irgendwas gerade? Oh mein Gott, Rutsche. Wo bin ich denn jetzt? Voll dunkel. Was ist das denn? Das ist ein Geräusch. Eine Spinne, eine Roboterspinne. Alter. Siehst du die auch? Ich seh's gerade, ich verfolge dich. Oh, die ist hinter mir. Ich seh dich, ich verfolge dich auch. Die ist hinter mir. Lock die mal weg. Ich probier's gerade, ich sammle. Nein, ich bin in der Sackgasse. Oh mein Gott, diese Leiter. Ja, sehr gut. Hä? Oh, ich kann die Leiter abklettern. Ja, wie du dich gefreut hast, ne? Nein! Ich hab's nicht geschafft jetzt hier. Ja, das sag ich dir. Oh mein Gott, hier ist eine Box, die hast du liegen lassen. Ja, und? Du hast jetzt deine. Oh mein Gott, und ich sammel das ein. Ja, und wie viele Münzen hast du? Ich hab 165. Ja, 164. Okay, du hast eine mehr als ich. Ja, wow, da ist die Leiter schnell! Ja, geh lieber schnell in Leiter. Ey, jetzt hab ich auch 165. Ja, ich hab jetzt 166. 166. Alter, was ist das denn für ein krasser Berg? Juhu! Okay.
Oh, aua. Das okay, es hat ein bisschen Leben mir weggenommen. Jetzt ist es so ein krasser Lavasee oder sowas, ne? Ein Lavasee? Was denn für ein ich bin jetzt hier gerade bei so... Sagt ihr mir einfach nicht, dass hier eine Kiste links ist. Ich glaube, rechts links, ich glaub's nicht. Was denn? Unkorrekt, da war eine Schatztruhe. Das wusstest du auch ganz genau. Nein, das wusste ich nicht. Natürlich, du hast mir das in Absicht nicht verraten. Nein, das wusste ich nicht. So, ich laufe jetzt hier schon durch so einen dunklen Raum gerade weiter, ne? Wie bist du denn hier weitergekommen, sag mal? Ja, total einfach. Hey, ich frage mich gerade, was war denn... Oh mein Gott. Nein, was ist jetzt los? So, hier lang. Was ist das denn für Monster? Wo musst du jetzt bei der Lava lang, sag mal? Hey, du musst einfach warten auf so ein Teil. Warte, ich warte auf dich jetzt hier. Spring auf das Teil rauf. Und zack. Okay, das ist ja kein Problem hier, sag mal. So, hier lang. Ja, das ist super einfach. Aber jetzt kommt da irgendwie so ein... Jetzt kommt da irgend so ein krasses Monster oder sowas, ne? Irgend so ein Monster? Hey, ja. Was ist denn für ein Monster? Ich geh jetzt links rum. La 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 la. Wie meinst du links rum? Ich sehe ja gar kein Monster, ich sehe nur Lichter. Du musst auf jeden Fall, wenn du jetzt gleich langläufst, direkt wieder zurücklaufen, weil da kommt jetzt ein Monster. Hilfe! Nein! Du Assi! Hey, was soll das denn, sag mal? Oh. Hä, voll unkorrekt von dir. Ist hier noch ein Monster? Sagst du mir die falschen Sachen hier, sag mal. Ist hier noch ein Monster? Oh mein Gott, eine Mega-Rutsche! Oh nein, da kommt es! Lauf! Oh, ich rutsche, Lauf, Alter! Ich bin im Mülleimer gefallen. Er sagt, hey, du hast es geschafft, das hat Spaß gemacht, sagt er. Aua! Wie, warte mal, eine Mega-Rutsche, ich rutsche hier auch runter. Und ich denke mal aus, was war das für ein Parcours? Wir müssen hier raus, sagt er. Okay. Du hast recht. Und das Ding wir sind entkommen aus dem Labor. Ich frage ihn gerade, warum er in diese Dinge verwandelt wurden, ne? Er sagt so, ich habe keine Zeit, dir zu erklären. Ich weiß, wie man das Hilfsmittel findet, aber zuerst müssen wir anscheinend entkommen, sagt er. Was? Wir haben es geschafft, Brock, so sehr gut. Wow. Yo, Kasper, was geht ab? Was geht ab? Oh. Wir sind hier in Grannys Haus oder so gefangen. Oh Gott. Ja, und die hat uns betäubt. Die hat uns betäubt? Ja, die hat uns betäubt und hier reingeschleppt. Es ist ja entkommen. Siehst du hier diese Tür? Was ist das für ein gruseliges Bild da? Die Tür hier, okay, warte mal, zeig mal hier. Was haben wir? Also wir müssen sozusagen Sachen finden hier, oder was? Ist da nicht gerade was rausgefallen aus der Schublade? Nee, das sah, glaube ich, so aus. Also wir müssen Sachen finden, um hier zu entkommen, oder wie kann ich das verstehen? Ja, genau, weil die sagen hier, pass auf, da ist eine Falle gelegt worden, ne? Alter. Vorsichtig. Oh Gott, jetzt. Stimmt. Oh, hier läuft Granny. Oh mein Gott, hier läuft Granny rum hier oben. Sind sie aber gar nicht gesehen. Geh nicht hoch. Doch, ich musste hochgehen. Hoch. Sie kommt zurück. Rückzug. Oh mein Gott, nicht durch die Falle laufen, pass auf. Oh Gott, war das knapp. Ja, das war richtig knapp. Gott. Okay, dann müssen wir hier, dieses Badezimmer. Und hier ist noch was. Also irgendwo muss hier was versteckt sein, oder was? Ja. Hier im Klavier gleich? Oh, hier brauchen wir eine Brechstange. Oh mein Gott, hier ist eine Leiter. Wo geht die hin? Gute Frage. Hier hoch? Achso, hier kann man... Ach, verstecken vor ihr. Hier kann man vor ihr weglaufen. Hier kann man sie weglocken. Ah, okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Gut zu wissen, wo man hinlaufen soll. Also hier irgendwie müssen wir echt eine Brechstange finden. Oh, hier kann man, man kann doch hier durch zur Lüftungsschächte durch. Oh, okay, lass mal hier durch. Sag, wieso ist eigentlich so breit geworden, du? Bist du auch voll breit? Was ist denn los? Das ist auch ein First-Person-Spiel, ne? Voll ungewohnt. Ja, hier. Hier sind noch ein paar Türen. Mach mal auf. Oh, hier ist ein Keller. Ja, lass rein hier. Okay, vorsichtig, kein Granny. Oh, hier ist ein Boot. Oh, was? Zum Entkommen, oder was? Oh, hier so Kisten. Oh mein Gott. Hast du gerade gehört? Oh mein Gott, das hab ich aber sowas von gehört. Was ist das? War hier gerade Granny? Hat Granny gerade jemanden getötet oder so? Geopfert? Ja, das hört sich hier. Was denn hier noch? Ah, hier, was? Hier ist der Waffenschrank wieder. Okay, was? Dann müssen wir müssen dann nach oben. Ja. Nee, warte, hier ist jemand gespawnt. Wir müssen nach oben. Wir brauchen... Was steht nach da? Nach oben also. Du brauchst Waffenschlüssel. Okay, komm schnell nach oben, Kaspar. Ja, warte mal, ich guck mal hier kurz, was ist das hier? Ja, genau hier müssen wir nämlich hin. Und dann... kriegt man denn den Kasten auf? Also hier müssen wir entkommen, oder was? Durch diese Tür durch? Ja, genau, durch diese Tür nachher. Aber wir müssen halt irgendwas noch finden. Ich glaube, wir müssen hier oben hin, wo Granny war. Ja, okay. Vielleicht versteckt die da ja irgendwas. Ich glaube, die versteckt hier halt nämlich echt irgendwas. So, hier. Lichtschalter, kann man Licht anmachen. Hier machen wir überall auf, die Dinger. Hier ist eine Tür. Guck mal, Balkon. Auch wieder Brechstange. Okay. Die Brechstange scheint echt wichtig zu sein. Die scheint richtig wichtig zu sein. Mach mal auf hier, warte mal. Oh, abgeschlossen. Sicherheitsschlüssel. Okay. Ja, Brechstange! Ja! Ich hab sie! Oh mein Gott! Okay, komm, wir machen zuerst das Ding auf dem Balkon auf. Mach schon mal auf dem Balkon, genau. Mach auf dem Balkon schon mal auf. Mal gucken, was wir da für einen Schlüssel haben werden. Hier so aufmachen und ein Lenkrad, ich weiß, wo das hin muss. Okay, sehr gut. Das muss in den Keller. In den Keller? Ja, auf jeden Fall beim Waffenschrank muss das hin. Okay, dann, Ich will da ungern runter. Nee, lass doch nicht lang. Lass die über der Treppe. Ich habe Erfahrung mal mitgemacht. Okay. Genau. Oh, Granny! Oh Gott, nach oben, lauf nach oben, lauf nach oben. Kommt die oder was?
Ich glaube schon. Ich gehe in die Dusche rein. Jetzt kommt. Okay, ja, runter, ich bin in der Dusche. Ich bin auch in der Dusche. Okay, komm, jetzt in den Keller. Okay, jetzt müssen wir irgendwo hinlaufen. Du kannst auf jeden Fall, ich kann ja auch noch sagen, wo die ganzen Boxen nachher gleich sind. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall hier runter, Roxo, hier runter. Ja, genau, ich wollte gucken, was in der Schublade drin ist. Okay, dann müssen wir das Handrad. Das muss bei dem Waffenschrank. Hier, warte mal, hier muss ran. Da? Hier. Stimmt. Sehr gut, sehr gut. $150 habe ich gerade bekommen. Was hier, was geht jetzt auf? Ich weiß nicht, auf jeden Fall oben hier, der pass Strom auf. Oder mach so hier, mach hier auf die Box. Und dann, oh, ich nehm den. Das ist der Vorhängeschloss. Und dann gehen wir nochmal in den Keller. Kommen wir in den Keller. Ja, ich mach weil da war hier, bei dem Boot auch nochmal eine Kiste. Stimmt, da war auch noch eine Box, ne? Stimmt. Ja, ja. Okay, ganz gut. Und ich glaube, da könnte halt vielleicht irgendwas Wichtiges sein, oder? Hä? Nein. Hä? Irgendwo, warte, wo ich war das? Box gewesen. Kommen wir nach oben hier, kommen wir nach oben. Ich glaube, das war woanders. Ja, dann war die hier oben irgendwo, ne? Irgendwo versteckt oder so. Das kann auch sein. Warte. Ist das Granny? Granny. Okay, wir müssen, glaube ich, hochgehen jetzt hier. Okay. Ich guck schon. Oh, hier wurde was aufgemacht. Das war das Rad. Und ich habe das Schloss schon mal weggemacht. Sehr gut, das war dieses Rad, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das unten, das Rad, wo du dann gedreht hast. Okay, stimmt. Okay, warte, dann müssen wir... Hier war das, hier. Hier war noch eine Box. Okay, sehr gut. Wir brauchen, ich glaube, da ist jetzt ein Sicherheitsschlüssel drin, Box. Denkst du oder Waffenschlüssel? Eins von beiden. Oder Waffenschlüssel, ja. Der Waffenschlüssel. Okay, dann komm, wir gehen runter. So, okay, schnell zum Waffenschrank hin. Hier können wir runter, ja. Es gab aber noch irgendwo noch eine Box. Es gab den Sicherheitsschlüssel dann oder so. Ich glaube, die war ganz oben, ja. Ich glaube, die war ganz oben, oder? Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich mach jetzt mal hier ganz kurz den Waffenschrank auf. Wir sind immerhin schon mal gesaved. Also können wir auch Granny dann abschießen, oder was? Ja, ja. Alter! Munition im... Oh, die kommt, oder? Kann ich abschießen? Da oben, die kommt jetzt so. Du kannst sie abschießen. Geht nicht. Habe ich die getroffen? Lad nach oder so. Ich hab sie abgeschossen, sie ist betäubt. Okay, wir müssen jetzt hier einen anderen Weg nach oben finden. Ja, dann durch den Löffelschacht, Hier. Okay. Ich habe noch zweimal Munition, das heißt, ich kann ihn noch zweimal betäuben. Das heißt, wir sind auf jeden Fall safe. Okay, ziemlich gut. Okay, so. So. Irgendwo muss jetzt hier noch eine Box sein. Ich glaube, die ist wirklich ganz oben. Ja, ich glaube, die war halt echt ganz oben in so einer Ecke. Hier ist nichts. Ist hier noch was drin? Nee. Okay, dann müssen wir hier hoch. Kannst du mal hier hoch? Komm. Hier hinten oder was? Okay, ja, okay. Hier müssen wir lang, dann müssen wir hier nach oben gehen. Weil hier ist, glaube ich, anscheinend dann... das was versuchen. Okay, die Box also hier irgendwo? Nee, dann nicht. Denk dran, alles aufzumachen. Es kann auch einfach sein, dass ein Schlüssel irgendwo da drin ist. Hier zum Beispiel in der Ecke. Balkon. Ja, okay, ist da nichts dran. Hier, Sicherheitsschlüssel. Wir brauchen unbedingt die Sicherheitsschlüssel. Warte mal, guck mal, über uns ist noch was. Ja, stimmt. Wir müssen nach oben gehen noch hier irgendwie. Ich glaube, dafür geht der... Hier sind mega viele Schränke, Kaspar. Mega viele Schränke. Ja, guck mal. Okay, mach mal auf. Warte mal, hier ist was. Schlüssel zur Sicherheit. Ja, komm mit. Okay, warte mal, leg mal die sonst. Ich nehme mal die Schrotflinte, die wir in der Hand. Nimm mal du den Schlüssel der Sicherheit. Okay, ja, mach ich mal. Hier so. So, wie hast du denn die Crowbar da vorne abgelegt? Mit Rechtsklick kannst du, glaube ich, Sachen droppen. Ach so. Ah, stimmt, so. Hast recht. Okay, pass auf, ich mach hier auf, okay? Warte, ich mach mal hier ein paar Schränke auf. Ist so. Auf! Okay, ich komm. Hier ist noch ein Schlüssel, noch ein sicherer Schlüssel, ein goldener. Ein sicherer Schlüssel? Ja, wo soll der denn hin, sag mal? Mit diesem sicherer Schlüssel. Ich glaube, damit kannst du... Das hab ich irgendwo gesehen, ich glaube, das war im Keller, oder? Warte mal, das ist der Safe Key, glaube ich. Das heißt, komm mit. Oh, warte kurz, müssen wir kurz was gucken hier? Okay, ich mach hier mal alles. Oh, wir können hier hochklettern! Ja, du hast gefunden. Hier, warte mal, was ist denn hier noch versperrt? Was ist da? Versperrt noch. Was steht da? Dafür? Musst du da raufschießen oder so? Nee, oder? Brauchst dazu, was stand da? Schneidzange. Okay, pass auf, also müssen wir jetzt mit dem Schlüssel... Komm, wir gehen mal wieder runter. Wir müssen irgendwo mit dem Schlüssel hin und das... Und ich glaube, ich weiß wo. Komm, okay, okay, komm mit hier. Ja, auf jeden Fall, ich komme mit. Und dann müssen wir, glaube ich, eine Etage runter. Ja. Hier runter. Also ich habe auf jeden Fall meine Schrotflinte bereit, falls Granny hier kommt. Ja, und dann, Granny, die braucht direkt. Und dann musst du hier, pass auf, folgst mir. Ja, dann musst du, glaube ich, hier gleich um die Kurve. Oh, die ist im Keller, ne? Die ist im Keller, glaube ich. Oh, nein, sie kommt da. Oder? Ne, sie kommt gleich. Okay, lass sie. So, du musst nämlich hier drin. Hier ist, glaube ich, Safe Key. Kannst du aufmachen? Hier war das. Ja, genau. Ja, so. Die Schneidzange. Ich hab sie, okay. Okay, dann komm mit nach oben jetzt hier. Komm mit nach oben. Schließen wir mal da die Ketten auf, ne? Ja, weil dann ist da wahrscheinlich irgendwas Krankes im Schrank drin oder so. Vielleicht ist irgendwas versteckt oder sowas. Böse Oma, die ist echt, also die ist echt böse, ne? Oma. Also die ist verteufelt. So, dann gehen wir nochmal hier. Ah, ich häng fest. Ich war zu breit. Du bist einfach zu breit. So, dann musst du es hier aufmachen. Mach ich mal und bada boom. Bada bang. Und bada bang bang pow. Was und ist da? Ein Türhenkel. Ein Türhenkel? Wo soll der denn hin? Kann doch irgendwas auch machen? Nee, ne? Ein Türhenkel? Nee, das war's. Ein Türhenkel. Also. Wow! Oh mein Gott. Schieß. Oh mein Gott, die ist runtergesprungen. Okay, sehr gut. Gott, ich schieße kurz ab. Oh mein Gott. Ich hab daneben geschossen. Oh mein Gott, was? Jetzt hab ich sie abgeschossen. So, okay. Okay. Ich hab keine Munition mehr, ne? Ja, können wir noch Muni finden? Wir müssen jetzt ein bisschen zügiger machen, Brock, so.
Der Türhenkel muss irgendwo hin. Ja, komm, warte, wir müssen hier nach runter. Unten. Hier runter, hier runter. Ja, ja, nach unten, komm nach unten. Ich glaube, du musst zu der Tür hin machen. Ich glaube, der muss in den Keller. Zu deiner Tür. Weil das ist auch, der ist auch verrostet. Der ist verrostet, weißt du? Ja, war der? Ich glaube, wir müssen hier zu den, nein, wir müssen auch hier zu der Ausgangstür, oder nicht? Nee. Ich glaube, dafür muss erstmal wir müssen irgendwas anderes machen. Und zwar was für eine verrostete Im Tür. Im Keller oder was? Ja, hier. Aber warum sollten wir denn die andere Tür die ganze Zeit öffnen sollen? Eröffnen. Ich kann doch gleich mal probieren, damit zu entkommen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Wo denn hier im Keller? Ich sehe hier auch nichts. Ist doch gar nichts. Wir müssen doch zu der anderen Tür gehen. Ja, dann gehen wir halt zur normalen Tür. Wir können ja gucken, ist doch nicht schlimm. Oh Gott. Ich habe keine Munition mehr, ne? Ich habe einmal daneben geschossen, ne? Okay. Dann lass mal nach ganz oben gehen hier. Ah, hier ist noch Munition, ein Schuss. Oh, sehr gut. Oh, sich wichtig. Und noch ich einer. Zur Tür hier. Ich kann meine alte Munition aufsammeln. Das geht noch nicht, Boxo. Geht noch nicht? Nein, wir müssen da, was wir da brauchen? Was steht da? Da steht gar nichts bei mir. Steht da was bei dir? Da. Crowbar, du musst das Dings wegmachen hier. Oh, no way. Was? Komm mal, hier ist das die. Ja, okay, aber ich leg die Tür schon mal hier hin. Ja, okay. So. Und zwar hier liegt sie. Hier? Ja, okay, ich komm. Okay, nehm ich mal mit hier. So, okay, so, und dann kommen wir nach unten, dann mach mal das Holz da weg. Und dann steht auf jeden Fall als nächstes, was wir machen müssen. Ah, okay. Ich glaube, es ist halt echt noch... Wow! Oh Gott! Ich hab mich so erschrocken. Ah! Schieß ab, bitte! Ich hab daneben geschossen! Oh mein Gott, lauf weg! Zweimal! Lauf weg! Oh mein Gott! Okay! Ich wurde geholt! Nein! Ey, Granny! Wo bist du? Hier? Ich rechne nicht, ich nehme die Shotgun. Ich wurde geholt. Nein, ich wurde auch geholt. Och nein, ey, Granny hat uns besiegt dieses Mal. Wir konnten nicht entkommen. So knapp. Das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, checkt die beiden Videos aus und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.